Ich hab sie auf frischer Tat ertappt. Da verstehst du denn jetzt hier so dumm rum? Das ist der Herr Mast. Es ist kein Anime. Dem ist nämlich ein Anime, ja. Ja, weil sie ein Trottel sind. Hey! Hey, guck mal. Hey, hey, ihr seid die Besten, wirklich. Du bist der Beste. Ey, ist Goofy und so da? Nee. Ach, schade. Ich wollte ja nochmal mit euch sprechen. Der ist gerade im Geschichtsunterricht. Ach so. Ja, ich wollte doch nochmal mit euch sprechen. Ich habe doch jetzt das Praktikum bei euch gemacht. Ja, du warst nicht mehr da. Ja, habt ihr recht. Dann tauche ich da wieder mit dem Polgetee auf. Jo, was geht ab, Mann? Moin, moin. Hey, alles klar? Alles gut? Klar und selbst. Geht auf den Board für dich. Ich nehme mal rüber. Oh, ihr seid die Besten. Hast du auch ein Pflaster? Mir fehlt da die Hälfte. Also, ich habe ein Nikotinpflaster auf dem Rücken, ne? Also ja, mir fehlt die Hälfte am Bauch. Ach so. Hey, ja, zeig mal, steht mein Oberteil aus. Ist das Kriegsverletzung? Ja, ja, pass auf. Kilo leichter. Ich zeig dir einen Moment. Siehst du da den blauen Fleck? Junge, Sixpack, das braucht man auch. Siehst du den blauen Fleck unten rechts? Da könnte ich ein Pflaster gebrauchen. Magst du noch einfach kurz mein Küsschen draufgeben? Warte, zieh nochmal aus. Auf einen Moment. Oh nee, falsch. Also, ja, lassen wir mal so stehen. Ja. Aber vielen, vielen Dank, Dankeschön. Ja, bis jetzt, der aktuelle Stand ist ein Tag von 7, hast du durchgehalten? Durchmanövriert. Durchgefalten. Ja, und du bist abgestürzt im Helikopter. Einmal abgestürzt, das ist ja teuer, ne, Helikopter. Abgestürzt. Gelatscht wurdest du. Also würdet ihr sagen, Praktikum gemeistert? Definitiv, ja. Jungs, jetzt mal Tacheles. Ich hab hier Bock auf Formation. Ich will ins Stadion rein. Ich bin ein Ultra. Wie, du bist ein Ultra? Ja, ich bin ein Ultra. Du bist vielleicht ultra lost, aber... Nee, ich will vorne an die Front, Alter. Ich will scheppern. Ich hab hier die Kontakte. Oh, Verzeihung, die Dame. Ey, hau dir einen rein, los. Fetz sie. Hau die um. Noch eine von mir mit. Hau die, zeig mal, was du kannst. Kugel, Junge. Hau die weg. Tut mir leid. Da gingen die Hormone mit mir durch. Das Testosteron. Ich will scheppern. Boah, ich würde auch gerne mal wieder scheppern. Ja, ich glaube, wir sind die einzigen Leute, die echt wenig scheppern. Ja, ich glaube auch. Das meine ich ja. Ja, irgendwie muss es ja weitergehen mit Hort. Das stimmt. Und wir müssen scheppern. Wen scheppern wir? May. Wer ist das? Ich will den stellvertretenden Verteidigungsminister wegscheppern. Was kostet das? 2,50? Was? 2,50 und im Stadionwurst? Ja gut, machen wir. Hallo? Mit wem spreche ich da? Hast du die Telefonnummer auf dem Taxiklo gefunden? Die sprechen hier mit Peter. Ja, Peter ist gut. Ja, Andreas Peter. Andreas Kreuz. Der deutsche Batman. Ja, mein richtiger Name ist Andreas Peter. Und wer sind Sie? Ich kann Ihnen gerne meinen Ausweis zeigen, wenn Sie kurz vorbeikommen könnten. Ja, das ist Sie gut. Sie sind Freddie May. Was ich von Ihnen möchte, ja, man kann sich ja vielleicht mal treffen. Ich hätte da was ganz Spezielles für Sie. Ich habe Informationen, wo Waffen gelagert werden und wumm. Ja, ich sollte nicht sagen, dass ich vom Hort komme. Warte, wir fangen nochmal von vorne an. Ich rufe nochmal neu an. Moment. Jetzt musst du erst ins Gesicht schießen. Ich rufe nochmal neu an, warte. Das hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Alter, ist Freddie May. Hi, können wir uns vielleicht treffen? Du findest ihn sympathisch. Ich bin gerade unten bei Ammunition. Ach, Scheiße, ich habe aufgelegt. Moment. Boah, tut mir leid, ich bin gerade durch Tunnel gefahren. Ja, wir können uns unten gerne beim Ammunition treffen. Die sind unterwegs. Okay, wann ist gleich? Ich kann Uhr noch nicht. Wenn der große Zeiger wo ist? Der große Zeiger muss auf der 1 sein. Mach auf, ihr Rabenmutter. Wie, du kannst selber nicht zur Uhr. Was mit der Uhr? Ach so. Kann auch eine Digitaluhr. Ey, mach's gut, ne? Bis gleich. Er kommt gleich, ich hab den voll verarscht. Ich hab gerade geschrieben, das ist keine Info, die an mich kommt, sondern an die BW oder Pol. Was schreibe ich da? Schreib ihm. Ich hab geschrieben, ich wäre eine Atombombe. Und er meint, okay, Fragezeichen. Dann schreib ihm, dass er ein Wichser ist. Karma. Mein Auto geht einfach kaputt. Was? Scheiße. Wir haben hier einen roten Dachs auf dem Gelände gefangen. Sehr wild, wahrscheinlich Tollwut. Schussbefehl erteilt. Wundervoll, guten Abend. Ach, Kurt, was machen Sie denn hier? Moin. Ich wollte tatsächlich einmal einen Kfz-Mechatroniker von der Bundeswehr beauftragen. Bob kann es besser. Und der einmal hier den Käfer heil macht. Ja, weil der ist mir mitten auf der Autobahn, ist er mir abgeschmiert. Herr Hort, wie geht's Ihnen? Ach, alles gut bei Ihnen. Was macht die Familie?
Ach, auch alles in Ordnung. Bei Ihnen? Soweit. Sie sind fleißig am Trainieren. Ja, muss ich auch. Was trainieren Sie denn? Boxen zurzeit. Einen wunderschönen guten Abend. Wundervollen guten Abend. Herr Roth, was treibt Sie hierher? Ich habe Halt gesucht mit dem Beetle und hatte dann einen Motorschaden. Und dachte, ein BW-Kollege kann da mal helfen mit dem Reparaturkit. Ja, hat jemand geholfen? Na, ging nicht, wegen ADAC. Ach so. Okay. Aber sonst, ja. Da Sie natürlich Ihre Fahrzeuge hier oben noch haben, ist das alles kein Problem, Herr Hort. Super. Gut. Brauchen Sie sonst noch unsere Hilfe? Nein. Oder kommen Sie jetzt auf das Warten des ADACs alleine klar? Ja, ich komme alleine zurecht. Vielen, vielen Dank aber. Moin. Schönen guten Abend. Na, alles klar? Was hält Sie denn da? Ja, ich hab da vorne einen Kolbenfresser drin. In The Beatles. In The Beatles? Mit der Kolbes, mit der Fressers. Machst du mal auf in der Haubes. Was ich da machen kann. Ah, das ist ja ein nettes Ding. Achtung, Motor ist hinten drin, ne? Da, wo er hingehört. Wie bei der Frau. Ja. Die hättet ja auch nur eine kleinere Klappe da noch machen können. Komm ja hier drin. Bitte? Ich sag, die hättet ja auch noch eine kleinere Klappe da hinbauen können. Ja, ne? Hauptsache knackig. Was er kann, kann ich auch. Oh! Um Gottes Willen! Wie kann ich denn hier die Laderampe wieder hochfahren? Ah, das müssen Sie von hinten machen. Wie fahre ich das Ding denn wieder hoch? Ach du meine Güte! Warten Sie! Ich wollte mal was probieren! Ich wollte mal wegdeckeln. Was machen Sie denn da? Ich glaube, hier der Hebel klemmt! Ich müsste doch. Also, Sie müssen ein bisschen mehr Gefühl machen. Wissen Sie, wie bei Ihrer Frau. Hallo. So, wie bei der Frau? So, ist so richtig? Ja, ein bisschen schneller. Ja, kommt hin. Ach du Scheiße, ein geiler Kiss, der kann das jetzt da. Passt so oder was jetzt? Ja, kommt hin. Und guck dir mal die Funken an. Was dein Chef wohl dazu sagen würde, oder? Ja, das wäre dem glaube ich schon gefallen. Kannst du mal gucken, ob der Hebel irgendwie klemmt? Komm, probier mal bitte den Hebel aus. Warte, ich steig mal aus. Ich krieg das Ding nicht mehr reingeschoben. Oh, jetzt endlich. Wie hast du das denn gemacht? Da hinten sind die Hebel. Ach so, ich dachte vorne war der. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das gemacht haben. Das haben die ja selber neu nachgebracht. Das ist ja verrückt. Nicht genug Bargeld. Oh. 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 Holy shit! Sag mal, was hast du denn mein Auto? Sag mal, wer bist du denn eigentlich? So, nimm mal den Anglerhut runter. Oder willst du 16 Bars raushauen? Hat der jemand. Ja, was denn, Alter? Du kannst das. Sag mal! Aha. Ja, und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Mein Name ist Michael Hort. Aha. Und wer sind Sie? Na, ich bin Alexander Ritter. Herr Ritter. Mhm. Was für ein Ritter denn? Ja, also mein Vater ist Kai Ritter, der war damals Justizminister. Ach, leck mich doch am Arsch, die Ritter. Wa alaikum salam, DJ, was geht ab? Wer soll das sein? Mein Name ist Michael Hort. Vielleicht hast du schon mal was von mir gehört. Um ehrlich zu sein, noch nicht. Dann wird's aber mal Zeit. Ich habe deine Nummer bekommen vom Breitenberg. Du bist ein Leader von den Hustlers? Ich bin der Zwölfer zurzeit, ja. Ja, hast du mal Zeit, dich zu treffen? Ja. Ja, moin. Können Sie bitte draußen parken? Wieso denn? Weil das unser Anwesen ist, warum fährst du einfach hier rein? Ja, TJ hat mich doch angekündigt, dass ich hier parken darf. Ja, aber draußen bitte immer parken. Aber TJ hat gesagt, ich kann hier parken. Ich frag ihn kurz. Ja. TJ? Uns wurde gerade gesagt nein. Okay, einen Moment, ich rufe ihn mal kurz an. Ist doch einfach leichter, wenn du einfach deinen Wagen hier vorne parkst. Und ja, leicht ist aber nicht immer der beste Weg. Ich rufe ihn kurz an, Moment. Salam alaikum. Moin, TJ. Könntest du deinen Männern und der einen Dame mal kurz sagen, dass es in Ordnung ist, dass ich hier geparkt habe? Ich habe es dir ja am Telefon gesagt, ich habe es mit dem Knie. Also ich habe ja in der rechten Seite, ich hatte einen Kreuzbandriss, als ich 13 war. Und der hat sich ein bisschen hingezogen und seitdem humpel ich halt ein bisschen. Ich kann nicht draußen vor der Straße parken, da sind auch diese kleinen Erhöhungen hier und da. Ja, weißt du, es wäre wirklich gut, wenn ich einmal hier kurz drin parken kann. Wegen meinem Meniskus. Müsstest du einmal nur ganz kurz hupen? Und wenn ich dann sage, du darfst reinfahren den Männern, dann darfst du reinfahren, aber nicht einfach so direkt reinfahren. Ah, okay. Das kann dazu führen, dass sie vielleicht dass es schlecht endet für sie. Okay, ich verstehe. Wird beim nächsten Mal so gemacht, kannst du einmal durchgeben, dass es in Ordnung ist, dass ich jetzt hier drin parke, wegen dem Meniskus? Mann, vor der Tür darfst drinnen parken. Ist durchgegeben.
Danke, bis gleich. Als ich 13 war, hatte ich was mit dem Meniskus und mit dem Kreuzband. Und ist ein bisschen geblieben. Deswegen ist der Weg ein bisschen weit, wissen Sie? Aber bis nach hinten schaffen Sie noch? Naja, ich gebe mir Mühe. Fahren. Ich gebe mir Mühe. Sonst trage ich Sie auch nach hinten. Danke. Aber dann habe ich, glaube ich, Rückenprobleme. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast gut hierher gefunden. Ja, wundervollen guten Abend. Einen schönen guten Abend, Tom. Was verschafft uns die Ehre? Ich bin wegen einem Alten mit, wegen einer alten Sache. Polizei hier. Wo ist Polizei? Ich habe damit übrigens nichts zu tun, also keine Sorge. Also erstmal, weil du am Telefon meintest, du kennst mich noch nicht, mein Name ist Michael Hort. Ich war die höchste Instanz hier in der Stadt für mehrere Monate. Bei der Pol, bei der Bundeswehr, bei der Justiz. Erster meines Namens, Sprenger der Ketten und so weiter, du weißt, wie es läuft. Und ich habe mich dazu entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Und es gibt sehr, sehr viele Familien, mit denen ich bereits schon gesprochen hatte, denen ich mich eventuell anschließe oder auch anschließen möchte. Weil ich halt gegebenenfalls etwas mit in die Familie bringe, was den einen oder anderen Vorteil mit sich bringt. Und die Hustlers waren mir vor Monaten sehr freundlich gegenüber, wo es darum ging, die Scharfschützengewehre aus der Stadt zu schaffen. Da hatten Leute von den Hustlers, ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch da sind, mir sehr, sehr viele Scharfschützengewehre für einen guten Preis verkauft. Haben Sie denn gewisse Namen? Nee, ich habe den Namen vergessen. Ich habe den Namen vergessen. Michael Hort, sagen Sie, richtig? Ja, Michael Hort. Waren Sie mal schon mal bei der Polizei? Ganz früher, vielleicht vor ein paar Monaten? Ja. Okay, dann könnte es doch sein, dass ich vielleicht Ihren Namen irgendwo gehört habe. Und zwar, ich hatte mal einen Bruder in der Stadt, mit dem bin ich hier eingereist. Okay. Anton Burz. Ah, okay. Und der war auch bei der Polizei, falls Ihnen der Name was sagt. Jo, ja, Herr Burz war ein Soldat von mir. Mhm. Der habe ich auch verabschiedet, aber ich habe ja die Bundeswehr geleitet. Ah, Sie waren das? Ja. Über den er sich immer beschwert hat. Ja, das ist, ich war ein strenger Chef, ja. Ich wollte mal fragen, wie es um euch steht, was ihr so in der Zukunft vorhabt, ob ihr überhaupt noch neue Leute aufnehmen würdet, wo ihr Potenzial in mir seht. Und ich wollte einfach mal heute eine kleine Schnupperstunde machen. Ich sag jetzt mal, Ihre Haare passen ja eigentlich zu uns. Das meine ich ja. Da geht's ja schon los. Bei uns ist es halt nicht so einfach, direkt in die Familie reinzukommen, weil ich die letzten Tage viel erlebt habe und auch viel durchmachen musste. Ich habe meinen alten OG etwas versprochen und das werde ich auch halten. Ich werde die Familie vernünftig führen und die Familie auch vernünftig aufbauen. Und da sind wir gerade dabei, das zu machen. Jeder Mann, der jetzt hinter mir steht, ist nicht einfach so reingekommen, nur weil er sich vorgestellt hat. Der hat auch etwas geleistet. Okay, verstehe. Ich würde tatsächlich, was das angeht, gegebenenfalls sogar im Doppelpack kommen. Gibt noch jemanden, vielleicht sagt Ihnen der Name Toast etwas? Ich glaube mal, da war eine Sache. Und sein und mein Weg von der Bundeswehr haben sich jetzt getrennt. Wir waren die höchste Instanz, wir waren Generäle bei der Bundeswehr und sind halt jetzt auf der Suche nach etwas Neuem. Was stellen Sie sich denn aber vor? Sie wollen in eine Familie reinkommen? Ja. Wollen Sie da nicht auch etwas Höheres sein? Weil für mich ist das schwierig. Sie waren die höchste Instanz hier in Dortmund und wollen in eine Familie und von unten anfangen? Wir wollen nicht direkt von ganz unten anfangen, aber auch nicht von ganz oben. Und wir können natürlich, was das angeht, durch unsere Fähigkeiten, was Führungsqualitäten angeht, können wir natürlich unfassbar helfen. Gleichzeitig bin ich die einzige Person in dieser Stadt, die privat einen MTW, einen Dingo, einen Pol-GT und einen Bundeswehr-GT besitzt. Aber diese Dinge dürfen wir gar nicht benutzen. Was bringt uns das als Familie? Nein, genau. Sie dürfen das nicht benutzen. Ich darf es benutzen. Wissen Sie wieso? Weil ich Hort bin. Ich bin Michael Hort. Erster meines Namens. Sprenger der Ketten. Vater der Drachen. Was ist, wenn das auf die Familie zurückkommt? Oh? Und dann kriegen wir Probleme damit? Ja, das ist dann so. Dafür ist also, die Familie da. Also, dass wir Probleme kriegen, sozusagen. Oh? Richtig, ja. Dann gibt es Probleme. Also wollen Sie, dass wir Probleme kriegen, deswegen sind Sie da, oder wie? Aber hören Sie mir nicht zu? Oh? Ja, ich habe ja ein Problem. Tut mich leid, ich kann nicht so gut reden. Oh? Aber ich bin der Elfer hier in dieser Familie. Der Elfer. Und natürlich ist mir meine Familie auch wichtig. Oh? Bist du ein Elfer oder bist du ein Ölfer? Elfer. Okay, pass mal auf, Elfer. Ich bin Michael Hort. Und mit meinem Panzer und mit meinem Dingo, da passiert es mal ganz schnell, dass ich Elfer bin und du Zehner. Ich habe hier Bock. Ich habe hier Bock, wirklich die Stadt ein bisschen umzukrempeln. Ein bisschen, Kali, ein bisschen Platz, ein bisschen OG, dem ein bisschen die Stirn zu bieten, die ein bisschen zu scheppern. Verstehst du das? Traust du dir das zu? Huh? Natürlich traue ich mich zu. Jeder kennt mich hier in dieser Stadt, was ich drauf habe. Huh? Gut. Aber was war das gerade für eine Aussage von Ihnen, Herr Ohr?
Welche Sie Aussage? Sie kommen hier und sagen zu meinem Elfer hier, zu dem Fico, den ich sehr respektiere. Ja. Erstens machen Sie sich einigermaßen über seine Art zu sprechen lustig. Das empfinde ich so. Und ich habe mich provoziert gefühlt. Sie haben sich provoziert gefühlt? Ja. Inwiefern haben Sie sich provoziert gefühlt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, ich habe mich einfach provoziert gefühlt, was das angeht. Er hat einfach so von oben herab mit mir geredet und nicht auf Augenhöhe. Haben Sie das nicht rausgehört? Ich glaube, Sie verstehen das nicht. Sie kommen hier hin, Sie wollen uns kennenlernen. Richtig. Er hat nicht von oben herab geredet, aus meiner Perspektive. Aus meiner schon. Und dann muss man sich ein bisschen annähern. Da muss man wieder gucken, okay, dann geht es wieder auf Augenhöhe los. Sie sind gerade als Gast hier, Herr Hort. Ja, und der Gast ist König. Ja, bis zu einem gewissen Maß auch natürlich. Ich hatte viele Leute hier stehen, die meinten, mit meiner Familie, mit meinen Brüdern zu reden, wie sie wollen. Das läuft bei mir aber nicht so. Ich habe Respekt zu jeder Person, die vor mir steht. Und das erwarte ich von meinen Mitgliedern genauso, dass sie diesen Respekt erweisen. Aber das erwarte ich auch von meinem Gast. Mein Bruder hier an meiner rechten Seite wird nie respektlos mit Ihnen reden. Aber dennoch habe ich das auch ein bisschen etwas respektlos von Ihnen empfunden. Dann sind wir uns ja einig. Ich habe Sie respektlos gefunden, Sie haben mich respektlos gefunden. Wie verfahren wir da jetzt weiter? Ich war respektlos gegenüber Sie. Ich habe das für mich war das ein bisschen von oben herab, sage ich Ihnen ehrlich. Von mir? Ja. Von mir, was ich gesagt habe? Ja, der erste Satz von Ihnen. Da war was? So direkt, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass Sie mich nicht ernst nehmen. Der erste Satz von mir? Das hatte ich hier von TJ, hatte ich nicht das Gefühl. Ich bin TJ, der mit Ihnen redet. Nee, der andere. Also ich bin Fico. Ja. Ja, und von habe ich da respektlos geredet, Herr? Ja. Ja, der erste Satz, den Sie gesagt hatten. Was habe ich gesagt zu Ihnen? Ja, das wiederholen Sie nochmal. Da fehlt Sie vielleicht auf. Ich glaube, Sie können nicht mit Kritik umgehen. Bitte? Die meinten gerade zu mir, dass Sie Elfer werden und ich zu Zehner werde. Ganz und was schnell. Haben Sie davor gesagt? Sagen Sie es mir. Ja, sagen Sie es doch. Sagen Sie es. Gast ist König. Sie haben gesagt, wortwörtlich quasi übersetzt, dass ich hier nicht das Zeug hätte zu der ganzen Nummer. So habe ich mich gefühlt. Das stimmt aber nicht. Sie haben so von oben herab von mir geredet, dass ich hatte so das Gefühl, ja, hier der Polizist, der Bundeswehrler. Das stimmt nicht. Okay. Sie sind hier herzlich willkommen und keiner hat Sie irgendwie beleidigt oder irgendwie vorgeführt, Sir. Also sind wir uns einig, dann können wir es weiter fortführen. Wir führen es weiter fort. Ich weiß, dass Sie einen hohen Rang hatten, deswegen ist das halt, wie gesagt, für mich schwer am Anfang schwer vorstellbar, dass Sie hinkommen. Natürlich gehe ich davon auch aus, dass Sie und auch Herr Toast vielleicht weiter nach oben wollen. Das ist mir schon bewusst. Aber es geht wahrscheinlich nicht so schnell, vielleicht so, wie Sie es denken. Und das sollte Ihnen vielleicht bewusst sein. Und ich spiele halt mit offenen Karten. Okay, verstanden. Dann, was das angeht, werde ich mir Gedanken machen. Und beim nächsten Mal nehme ich eventuell Toast mit und dann sprechen wir nochmal. Natürlich. Also wie gesagt, soll kein Angriff sein. Nur ich liebe es, wenn man mit offenen Karten spielt. Ich bin kein Mensch, der Ihnen jetzt, sag ich mal, willkommen heißt und Ihnen alles in die Füße legt, weil Sie vielleicht hier in Dortmund etwas oder einen Namen haben. Es geht nur darum, dass man natürlich auch Qualitäten mit sich bringt und ich mir auch einfach alles anhören möchte. Und ich möchte mich auch nicht fehlentscheiden. Wichtig ist für mich das, was Sie mir zeigen. Sie müssen mir zeigen, dass Sie es wollen und mir zeigen, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind, damit ich sehe, okay, der Hort will es wirklich. Okay, verstehe. Dann lass mich da mal Gedanken machen und dann komme ich nochmal auf dich zu. Ich habe vergessen, den Gang reinzumachen. Da fahre ich einfach mal hinterher. Oh. Verzeihung, ich fahr durch. Moment. Mein Name ist Hort, Michael Hort. Also einfach Hort. Ja, wieso fährst du hier einfach aufs Anwesen? Ich wollte einmal fragen wegen Reparaturkit. Es tut mir leid. Ich dachte lieber da als vor der Straße, weil ihr gerade unterwegs gewesen seid. Ja, kein Problem, machen wir gleich. Bleiben Sie bitte mal hier. Ich mache auch erstmal die Hände hoch. Ich wollte hier wirklich keinen Ärger. Ich habe schon gesehen, ihr seid ziemlich viele. Ich hoffe, Sie können damit umgehen. Oh, danke schön. Vielen Dank. Wen haben wir denn hier? Mein Name ist Michael Hort. ADAC-Mitarbeiter sind im Dienst, kann nicht repariert werden. Verdammte Scheiße. Mal ins Auto und vor der Tür warten. Also okay. Einfach aufs Anwesen fahren, das ist nicht ganz so angenehm. Nee, das mache ich auch nicht nochmal. Ja, gut, dann. Das wird nicht nochmal vorkommen. Wer seid ihr denn eigentlich? Eine Familie. Millennials, das kann ich sagen. Millennials? Jawohl. Habe ich noch nie gehört. Ja, das hat auch seinen Grund. Und wie gesagt, bitte jetzt mal vom Anwesen runter. Dankeschön. Ich fahre vom Anwesen runter. Hast du schon mal was von mir gehört?
Ja, hab ich. Michael Hort, Erster Hort. Meines Namens, Sprenger der Ketten, Vater der Drachen. Ja. Khaleesi ist der Drittname dann quasi, oder? Ja, aber genau. Kannst du mich einmal nach vorne begleiten? Ich kann natürlich gern mit vorkommen. Das dass ich hier mich nicht verfahre. Ah, scheiße. Ja, der Motor ist komplett kaputt. Ach, immer das. Weil der ist so hochgezüchtet vom Sound her, weißt du? Ja. Oh, wie komme ich jetzt hier vom Anwesen runter? Das ist natürlich ärgerlich. Machen Sie das regelmäßig auf Anwesen drauffahren? Oder? Nee, ich habe nur euch gesehen und irgendwie hatte ich so eine Sympathie-Aura euch gegenüber. So eine dominante Sympathie-Aura. Und dann dachte ich, ach komm, die helfen mir bestimmt. Ah, okay. Wie gesagt, das war vielleicht jetzt nicht schlaust, dich aufs Anwesen zu fahren. Wie gesagt, es kommt auch nicht nochmal vor. Sehr gut, dann warten wir jetzt einfach auf dem ADAC. Ne, also ich wollte hier auch wirklich keinen Ärger, was das angeht. Ich würde auch direkt wieder runtergehen. Naja, alles gut. Bist du hier so ein bisschen der Chef? Ich würde sagen, mir gehört die Familie, ja. Ach, Ihnen gehört es sogar? Wo kommen, eigentlich die ganzen Autos her? Wenn ich jetzt ganz stumpf antworte, sage ich aus der Garage, aber ich glaube, das ist nicht die Frage, die Antwort, die Sie auf die Frage wollten, oder? Ich bin begeistert. Unter anderen Umständen wäre ich auch ganz gerne mal Ihr Gast, dass Sie mir ein bisschen was zeigen. Ich denke, unter anderen Umständen wäre das auch nicht das Problem gewesen. Wollen wir dann einfach nochmal vor die Tür gehen und so tun, dass ob ich zufällig vorbeilaufe und Sie, ich bin heute der Gast? Heute ist uns eher, nicht so gelegen. Wieso das denn nicht? Wir haben auf jeden Fall dann noch einige Termine zu erledigen. Termine? Und das passt uns jetzt gerade nicht wirklich in den Kram. Verstehe. Bis jetzt bin ich ziemlich begeistert hier. Viele Leute, gute Fahrzeuge. Mit wem seid ihr denn immer gut gestellt? Ach, wir sind, ich will nicht sagen neutral, aber wir führen unsere eigene Philosophie auf der Insel. Das, ich sag mal, wir handhaben alles anders als jede andere Familie. Ach, wieso das denn? Es hat seine Gründe auf jeden Fall. Okay. Ja, bis jetzt sind wir so ganz gut gefahren. Aber so mit Kalis und Platz und sowas, seid ihr mit denen gut? Oder mit den Crips oder nicht so? Ich würde das eher auf eine neutrale Stufe stellen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie lange hier der ADAC noch wartet und, Entschuldigung. Das war nichts Persönliches. Bei dem Schlag ist mir fast die Blase losgegangen. Jetzt muss ich noch dringender. Dann suchen Sie sich am besten oben hier am Tennisplatz, suchen Sie sich ein Gebüsch und dann können Sie... Oder könnte ich da vorne in den Pool schiffen? Eher ungern. Wenn Sie es danach sauber machen wollen? Ja, wie mache ich das denn? Ich kann Ihnen Besen geben. Ich denke, eine Klotablette reicht dann dafür nicht mehr. Ja gut, ich schiff dann vorne dahin, ja? Ja, okay, perfekt. Könnten Sie mir aus der Küche gegebenenfalls einen Zewa holen? Natürlich, das Philipp, sei mal so eine Türmer, ein Zewa, das ist er. Ich nehme die Rolle direkt mit, also der Herr, der sieht explosiv aus. Richtig. Ja, okay. Und ein Feuchtetuch, wenn Sie haben. Ich suche einen neuen Werdegang für mich und meinen alten Chef. Wer ist denn der alte Chef? Toast. Okay. Und wir haben Bock, was zu machen. Glaube ich. Wir wollen nicht irgendwie klein anfangen oder auch, wir wollen auch nicht in die Leaderschaft oder sonst was. Aber wir wollen so ein bisschen mit Fähigkeiten, die wir haben, glänzen. Ich schnupper mich mal gerade überall so ein bisschen rum. Und ich hatte euch ja gar nicht auf dem Zettel. Muss ich direkt leider schon reingrätschen. Also wir sind voll in der Familie. Wir sind bis auf den letzten sind wir ausgebucht. Okay. Wir haben also jetzt quasi schon aufgeräumt, allerdings, okay. Man kann sich die Leute momentan raussuchen. Ne? Und wir waren jetzt schon fertig mit raussuchen. Drum wird es da nicht unbedingt Möglichkeiten geben. Gut, ich lasse mal kurz meine Hose hier. Kurze Frage. Scheißen Sie mir gerade ins Gebüsch? Aber bitte? Scheißen Sie mir gerade ins Gebüsch? Ich war gerade dabei. Wieso stört Sie mich da gerade? Weil das... Herr Hurt, ich habe schon viel über Sie gehört, aber das übertrifft alles. Tun Sie mir einen Gefallen, Ihr Fahrzeug funktioniert ja wieder. Ziehen Sie Ihre Hose an. Ich hoffe, Sie haben noch nicht angefangen und der Stift hat noch nicht gemalt. Aber ich habe doch jetzt extra die Zewa-Rolle bekommen. Die können Sie gerne mitnehmen. Das ist ein Geschenk von uns an Sie. Halten Sie sie in Ehren. Und dann würde ich Ihnen noch einen schönen Abend wünschen und würde Sie jetzt an der Stelle verweisen. Ich komme nicht mehr ins Auto rein. Der Zug ist abgefahren. Ich bitte Sie mal ganz kurz hier 2 Meter zurück. Ich bin gleich fertig. Glaube ich nicht. Ich würde das jetzt nochmal auf einen netten Weg probieren. Dass Sie jetzt in das Fahrzeug einsteigen und das Anwesen verlassen. Gut. Ansonsten wird es halt ungemütlich und das will ich. Ich werde einmal versuchen, zum Auto zu kommen, ohne mir dabei in die Hosen zu scheißen. Bitte einmal aus dem Weg. Ich ahne Schlimmes. Herr Hort. Ich hab's gleich. Lieber auf Nummer sicher gehen, ich sag's Ihnen. Ja, die braune Spur ist noch nicht da. Ich bin zuversichtlich, Sie schaffen das. Dankeschön.
Ich werde es schaffen. Ich werde es. Geben Sie alles. Ein Mann, ein Ziel. Das Wichtige ist, können Sie mir einen Gefallen tun? Kommt immer drauf an. Machen Sie mal bitte einmal die Fahrertür auf. Ich versuche ins Auto reinzukriechen. Und scheißen Sie am besten im Auto nicht aufs gute Leder. Der Geruch geht nie wieder raus, ich sag's. Jawohl, werde ich so machen. Digga, nochmal jeden anderen hätten Sie einfach nur in den Kopf geschossen. Und Hort dribbelt das, dass irgendein Gang ihm Zehner bringt. Und der Chef fragt Hort, scheißen Sie mir ins Gebüsch. Einen Moment, ich habe einen Hund gerade überfahren. Ich rufe gleich zurück.